US-Präsident Joe Biden kommt auf Europa-Tour. Am 14. Juni ist er bei einem NATO-Treffen in Brüssel. Dann geht's weiter in die Schweiz, um den russischen Präsidenten Putin zu treffen. Erste Station aber wird Großbritannien sein. Königin Elizabeth II. Wird Biden und dessen Ehefrau Jill am 13. Juni auf Schloss Windsor bei London empfangen. Der US-Präsident nimmt vom 11. bis zum 13. Juni am G7-Gipfel teil, der in der südwestenglischen Grafschaft Cornwall ausgerichtet wird. Nach 2 Jahren ist dieser Gipfel der erste, bei dem sich die Staats- und Regierungschefs wieder persönlich treffen. Gastgeber Großbritannien will während seiner G7-Präsidentschaft die Gelegenheit nutzen, seine Rolle in der Welt nach dem Brexit neu zu definieren. Für die Queen wird es Business as usual. In ihrer 6 Jahrzehnte währenden Regentschaft hat sie 14 US-Präsidenten kommen und gehen sehen. Der letzte Präsident, dem die Ehre gewährt wurde, war Donald Trump, einmal zum Tee auf Schloss Windsor, im Jahr darauf im Buckingham Palace.